Uh-oh. Das waren 80.000, das ist schon mal ganz nett. Oh ja, 300.000 kann man mal machen. Das kann man mal machen. So, bei der Schokolade, glaube ich, können wir im Hideout wieder Zucker anmachen, glaube ich. Yes. Aber ich glaube, wir brauchen einen Filter. Genau, den hier. Was kostet der denn? 40.000. Okay. 40.000. So. Dann stellen wir nämlich noch Wasser her, dann können wir Moonshine machen. Gut. So. Wir brauchen jetzt, glaube ich, immer noch das hier. Food Storage. Stress Resistance, Nachts PMC Skill, Sniper Level, Reach Sniper Rival. Ja gut, da können wir, da müssen wir noch viel machen. Da müssen wir noch viel machen. So, Proporski. Dann werden wir noch mal schnell auf Interchange laufen. Da brauchen wir nämlich 100 Meter Kill. Mäh. Wohl brauchst du Zucker? Moonshine. Um Moonshine herzustellen. So. Denn gehen wir mal los, oder was? Gucken wir mal. Wo findet man Loadouts für Preisregionen? Wo findet man Loadouts für Preisregionen? Indem du einfach rechtsklick, Edit Preset machst und dich mal ein bisschen durchklickerst gleich. Ansonsten glaube ich, kannst du auch gerne irgendwie mal im Wiki reinschauen? Da wirst du bestimmt auch fündig werden. Aber sehr gerne, Stacy.
bestimmt gleich wieder Backenfett hier. PS also. Potato Winter unten. Und wieder nur den geilen Scheiß an. Juhu, ne Totz. Yam yam. What the fuck? What the fuck? Dass der nicht tot ist, ist ja schon wieder, oh ja. Er ist dead, ja. Oh nein, und jetzt kommt mein Essen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich habe ihn nur gehört. Hat er seinen Kumpel... Oh Mann, ey.
to give Daddy some loving. And he's gone. Ah, fuck, ey, da klingelt's halt an der Tür und... Ach, shit. Der hat sein Buddy wahrscheinlich komplett leer gemacht. Fuck. Ach, komm, ey. Erst kriegen sie nicht genug Hits. Was schon wieder irgendwie, weiß ich nicht, total bescheuert ist, weil der blöde Zaun alles geblockt hat. Er ist so lächerlich, ne? Fuck. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch irgendwann mal überarbeiten. Ganz, ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Diese scheiß Zäune sind so broken. Zäune und Fenster. Und diese Geländer, also alles, wo man durchschießen muss, muss überarbeitet werden. Ganz, ganz dringend. Der andere war halt schon... mehr als tot. Der war so tot, der Typ, der unten gelaufen ist. Hey Rocket, moin. Was ein Timing. Was für ein Timing. Guten Moin, sind Daywalker. Ich grüße dich auch, hallo. Hey Mola, ich mag das Visier lieber hier. Ich spiel kein Baldi mehr. Simbowski, dankeschön für dein Prime. Kannst du deinen engen Prozess mal den Tag aufgeben? Also wo du denkst, dass Gegner kommen, was nicht bedeutet, Schüsse zu hören. Das würde ich sehr gern machen, Simbowski. Nur leider Gottes spiele ich dann nicht mehr richtig. Also, vielleicht irgendwann, wenn ich 10.000 Stunden gespielt habe oder so. Aber aktuell fällt mir das echt ein bisschen schwer, Denkprozesse zu teilen. Manchmal mache ich es, manchmal nicht. Je nachdem, wie ich mich gerade fühle.
Gas Analyzer. Twitch Prime is not a crime. Hey Kate, danke schön für dein Prime und moin. Hallo? Was für eine komische, absurde Runde. Zwei Leute draußen, einer läuft wieder weg. Und hier drinnen geht gar nichts. Das heißt, alle Leute sitzen irgendwo in Ecken rum. Fuck, ist das hier? Loot Run oder was? Die war es auch schon offen. Wenn Kiba offen ist, ist Killer wahrscheinlich nicht im Haus. Würde ich jetzt mal sagen. BS. BS spiele ich. Großer Unterschied zu BP. Yes. Ich glaube, John hat sich bloß vertan gerade. BP spiele ich nicht. Manchmal spiele ich. Manchmal. Wenn ich gerade nichts anderes habe. Magazine auffüllen muss. Steiner D-Ball. Fail.
verwundert! Oh, nice Sugar. Oh, noch ein Saliver. Nice. Oh ja. Das haben wir Railway, glaube ich, ne? Müssen wir eigentlich haben. Oh, Railway. Geh mal raus. Die zwei Spieler, die wir gesehen haben, das war es dann wahrscheinlich auch schon wieder. Oder die sitzen am Exit oder weiß der Geier, wo die alle sind. Ich glaube, ich habe bis dato zwei Waffen gehört. Eine Pfahl. Und dann irgendwie, glaube ich, eine Mosin oder so ein Scheiß und das war's. Jetzt bin ich mal gespannt, welches Level die hatten, die beiden. Weil die hatten schon Airframe und alles, Paletti hatten sie schon. Eine Airframe und alles hatten sie parat. Und dann bin ich auch noch auf den Damage gespannt. Excuse me? What the fuck? Excuse me, officer? Dazwischen war nicht. Oder irgendwas hat nicht gerendert oder so? Aber ich würde schon sagen, ich war auf seinem Kopf drauf. Hier geht's nicht lang. Frag mich immer noch, wie der andere das überlebt hat. Ich frage mich immer noch, wie der das überlebt hat, der unten gelaufen ist. Weil der hat nämlich auch nicht viel Zeit gebraucht, um sich zu heilen. So. Ich glaube, Zäune nehmen unfassbar viel Damage weg. Zäune, Glas und all so ein Zeug. Das ist richtig crazy. Der andere Typ hat auch so viel Hits gefressen. Aber so wie es aussieht, wie es aussieht, hat das Tech 30 wohl. Jetzt schießt hier, wo ich rausgehe. Na toll. Hat das Tech 30 scheinbar ungenau. Weird irgendwie. Ey, Frank Moinsen. It's weird. Aslan, moin. Lukas, ich grüße dich auch. Hallo. Oh.
Aber das kommt mit der Zeit, Mate. Interchange ist sehr, sehr groß. Da würde ich mir gar keinen Druck machen an deiner Stimme. Interchange ist riesig. Frank, heute ist Quarantäne übrigens, ne? Du darfst nicht raus, vergiss das nicht. Ich hoffe, du hast 30 Rollen Klopapier gekauft. Und Desinfektionsmittel und Nudeln, Mehl und Ketchup. Ich bin in München. Schade. Dann darfst du heute aber auch nicht mehr rein. Oh, nice. Ist doch gar nichts, Mann. Dabei bringt das die, warte mal, bringt sich das Eye-Tracking was beim Zocken? Nee. Es gibt manche Spiele, die Eye-Tracking unterstützen, aber für mich ist das, ich habe Eye-Tracking nur, damit ihr seht, wo ich hingucke. Quasi. Was anderes macht das nicht. So, jetzt gehe ich erstmal kurz mein Essen holen. Ne? Und dann hören wir mal ganz kurz Mittagessen. Welches Level hat er denn gehabt? 11 bis 30. Oh, das erklärt, warum sein Kumpel so schnell gelootet hat. Ah, das war ungünstiges Timing, dass das zwischendurch noch geklingelt hat. Das waren die wichtigen Sekunden, die gefehlt haben.